Mehrmals im Jahr lädt der Denkmalpflegeverein zu Sonderfahrten ein. Neben dem Triebwagen 10 steht ein T24 mit Beiwagen. Der letzte heute noch betriebsfähige Zug dieser Bauart. Der T24 gehörte zur Museumssammlung der BVG West. Bis 1965 war er im Liniendienst unterwegs. Seit 1997 ist er wieder betriebsfähig und hat wenig später den passenden Beiwagen dazu bekommen. Bei dieser Sonderfahrt ist der Zug nach Schmöckwitz unterwegs. Die Einsätze alter Straßenbahnen sind sehr beliebt. Oft sind sie bis auf den letzten Platz besetzt. Der Zug befindet sich im letzten Zustand der BVG West. Fast 40 Jahre lang haben diese Straßenbahnen das Stadtbild Berlins geprägt. In Schmöckwitz rollt der alte Straßenbahnzug in die Wendeschleife. Als Beiwagen läuft die Nummer 339. Ein B24, 1925 von der Waggonfabrik Wismar gebaut. 1991 konnte der Verein den Wagen im Schrottreifenzustand in den Niederlanden erwerben. Viel Freizeitarbeit und 15 lange Jahre mussten vergehen, bis er wieder sein altes Aussehen hatte. Thank you.
Der T24 mit Beiwagen gehört zu den beliebtesten Museumszügen. Nicht umsonst, denn diese Fahrzeugserie ist die Straßenbahn Berlins schlechthin.